Laut Stiftung Sonnenpyramide gibt es im Tal von Visoko 5 Pyramiden. Die Ausgrabungen an der 220 Meter hohen Pyramide begannen im April 2006. Der Entdecker Dr. Semir Osmanagic, Historiker und Geschäftsmann aus Houston, Texas, USA. Seit 15, 20 Jahren erforsche ich antike Zivilisationen von Peru bis Mexiko, Guatemala, Honduras. Die der Mayas sowie afrikanische und andere. Ich habe hunderte von Pyramiden gesehen. Andere Wissenschaftler und die Öffentlichkeit kritisieren Dr. Osmanagic vor allem wegen seiner alternativen Ansichten zur Geschichte, die er in seinem Buch Alternative Geschichte beschrieben hat. Dr. Osmanagic glaubt, dass hochentwickelte Zivilisationen schon in der Vergangenheit existiert haben und ihr Wissen möglicherweise aus dem Weltraum stammt. Wir müssen uns von unserem geistigen Käfig befreien. Erst dann kann man sich vorstellen, dass sie andere Wege für Bau, Konstruktion hatten, um an das Wissen vom Weltraum zu gelangen. Ich sah ihn und sagte, das ist absoluter Schwachsinn. Seine Methodologie ist total auf den Kopf gestellt. Ich habe das von Anfang an gesagt. Ja. Die Gegner untergraben jegliche Unterstützung und Argumente, die für die Pyramiden stehen, und führen einen Medienkrieg gegen Dr. Osmanagic. Dr. Osmanagic hat den archäologischen Kodex gebrochen, andererseits aber auch das Medieninteresse geweckt. Es wird keine Gespräche über Gewalt, den Krieg oder Nationalitäten mehr geben. Wir haben nun das größte archäologische Projekt auf der Welt. Dieses Jahr, nächstes Jahr genauso und für die nächsten 100 Jahre. Die erste internationale Konferenz über bosnische Pyramiden hat Experten aus Ägypten, Russland, China, Saudi-Arabien, Großbritannien und Kroatien nach Visoko gebracht. Sie haben sich, soweit ich weiß, mit diesem Problem nicht so ernsthaft beschäftigt. Auf einmal wurde aus allem eine Industrie und viele machen Geld damit. Selbst wenn die Person, die die Pyramiden ursprünglich entdeckt hat, das nicht tut. Von da aus entwickelte sich alles so, dass keiner mehr in der Lage ist, irgendetwas zu revidieren. Das bosnische Tal der Pyramiden wird sehr bekannt werden als die größte archäologische Anlage der Erde. In 5 oder 10 Jahren werden Millionen Touristen hierher kommen und keiner wird sich an alle diese Gegner erinnern und an ihre Ideen, dass diese Pyramiden natürliche Berge sind. Ich hasse es, diesen Begriff zu nennen, aber es geht um Betrug.